Ich will ein Hyäne sein. Gut, dann schreibt das auf jeden Fall nochmal, wenn wir dann bei den jeweiligen Tieren angekommen sind. Alter, warum gehen die eigentlich alle so auf diese scheiß Pfauen ab? Die schlagen sich ja hier die Köpfe ein. Wir haben übrigens kein Klo. Ich habe den Menschen hier gar kein Klo gegeben. Eigentlich habe ich noch gar keine irgendwelchen besonderen Einrichtungen. Okay, warte, das hier ist ein aquatisches Klo. Ja gut, ist aber ein bisschen sehr groß hier. Da würde es hinpassen. Das wäre zumindest halbwegs frühlingshaft. Wir könnten aber auch einfach hier so ein Klo nehmen. Ich glaube, so die Anfangsgebäude werde ich erstmal noch nicht selber bauen. Das können wir dann immer noch im Nachhinein einfügen. Wir nehmen jetzt einfach erstmal hier sowas. Ist auch günstiger als das Aquatische. Und Essen und Trinken stelle ich den erstmal hier nur so ein paar Dinger hin. Gehen sie da? Ja, okay, sie können da rangehen. Hier reicht ein Gebüsch. Aber dann nicht im öffentlichen Zoo. Kann doch nicht im... Nee. Nee, hier pinkelt keiner im Gebüsch. Gott, lange ist es her, dass ich mal so ein... Also... Ja, schön. So, dann dekorieren wir mal weiter. Wir haben doch hier bestimmt auch noch irgendwelche Deko-Sachen. Die da bestimmt mit reinpassen würden. Das... Ah! Okay! Sowas ist das. Das ist ja cool. Aber das setze ich mir da nicht rein. Aber was wir da reinsetzen könnten... Die Frage ist jetzt, kriege ich das gebaut? So einen kleinen Stand. Kriege ich so einen kleinen Stand gebaut? Soll ich es versuchen? Ich versuche einen Stand zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Wobei... Oder geht das hier? Das hat einen eigenen Stand. Dass ich dann einfach hier mal so in die Ecke stelle. Also jetzt nicht, also einfach nur als Deko. Wir machen. Warte, ich versuch's einfach mal. Wenn es nichts wird, dann dürft ihr mich hauen. Mein Porsche rückt immer näher. Davon träumst du. Warte, ich baue erstmal. Ich baue erstmal hier hinten, bevor ich da baue. Warte, das erstmal als Grund. Da kommt dann die Holzplatte rein. Quasi. Ich weiß nicht, ob das alles so hoch werden muss. Ich weiß auch nicht, ob das alles passt. Kann nicht bauen. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist noch nicht mal symmetrisch. Nein, das ist, glaube ich. Ich glaube, so. Wir lassen es erstmal kurz so. Ich kann es dann ja immer noch verschieben. Also wie gesagt, das hier soll jetzt irgendwie eine Art Stand werden.
So ein asiatischer Stand. Urteilt bitte noch nicht zu vorschnell. Ich weiß auch nicht, ob ich sie kriege. Das ist aber nicht asiatisch. Wenn ich das dann nehme, das ist auch nicht. Also das ist asiatisch, aber das ist. Wo gibt es denn... Wo waren denn... Gibt es hier nicht irgendwo so Holzbretter? Holzdinger? Irgendwas? Irgendwas, was man als Plätte... Ha! Haha! Nein! Warum habe ich mir nicht einfach was aus dem Workshop geholt? Na, ganz gerade ist es aber nicht, ne? So. Ich gehe mal eben mit dem Wolf raus. Ja, mach das. Aber nicht, dass sich der Wolf frisst. So. Dann machen wir so, oder? Da kommt dann noch Deko dran, keine Angst. Nein! Oh, was habe ich getan? Genau so wollte ich das. Jetzt sitzt das Ding nur ein bisschen. So. Warum baue ich das nochmal selber? Wieso kam ich auf die hirnrissige Idee, das selber bauen zu müssen? Was ist das, wenn das... Was ist das, wenn da so eine Ecke ist? Stört das? Glaube nicht, ne? Ich glaube, das haben normale Läden auch. Also normale, dann so selbstgebaute. Ja, aber... Okay, nee, geht nicht. Geht nur so. Sieht das aus wie ein Tresen? Ja, soll's ja auch. Also... Gut, ich würde gerne noch ein bisschen... Oder soll ich das hier hinten weglassen? Und das einfach nur hier vorne als Stand machen? Ich kann mir auch die Arbeit sparen und dann einfach nur hier hinten so einen kleinen Kabuff machen. Also hier so ein. Ne? Gute Frage. Ja, ich weiß, ich bin bekannt für diese Fragen. Also wie gesagt, ich könnte jetzt einen Laden machen. Also wirklich so eine Ladenzeile. Aber gut, Frage ist, wäre das nicht vielleicht sogar zu viel? Ich glaube, das wäre für das Gehege zu viel, oder? Da dann noch so ein, wirklich so einen Laden zu machen. Würde dann ja eigentlich auch reichen, wenn ich das so mache. Also da sollen ja halt einfach nur so Früchte draufstehen quasi. Also, warte. Das ist dann halt zum Beispiel hier so eine Melone, die jetzt gerade im Holz versinkt, aber ne, sowas soll dann halt da drauf. So ein bisschen Dekokram. Aber dafür bräuchte ich ja die hinteren Sachen eigentlich gar nicht, ne? Warte mal. Warte mal, wir machen das einfach mal weg. Wir machen das einfach mal weg und kriege ich dann da irgendwie ein Dach hin. Es gibt Abzeichen.
okay. Okay, das ist ein indischer Stoff. Das hat nichts mit Asien großartig zu tun. Aber passt das denn? Das sieht komisch aus. Ja, ach, okay, warte, warte, wir finden auch irgendwas anderes als Dach. Weil so kann ich es ja nicht lassen. Der Druck steigt. Okay, nee, das ist, nee. Einfach nur. Nein. Dächer. Haben wir hier einfach irgendwas? Irgendwas? War das so diese Dachdinger? Satteldächer. Da passt doch auch bestimmt nichts davon drauf, oder? Das passt auch nicht. Oder? Na gut, doch. Aber das hätte rein theoretisch null halt. Oder? Das würde doch. Hä? Habe ich nicht hier diese Ladendächer? Huch. Gut, aber da passt kein Mensch drunter. Wenn ich das so mache. Warte. Ja gut, das passt da aber nicht rein. Das passt mit der Messung nicht. Ist einfach zu. Das hier. Geht das? Okay, das sieht. Oder? So schlecht sieht das doch nicht aus, oder? Ich meine, das ist asiatisch. Ne? Passt für die. Pfauen. Viecher da. So, gut. Speichern. Unbedingt speichern. So. Und das packen wir jetzt einfach mal hier hin, oder? Das passt schon eigentlich ganz gut. Ich glaube, eure Hauptbeschäftigung da gerade ist einfach nur zu springen, oder? Es springt nicht. Liegt vielleicht daran, dass du springen falsch geschrieben hast. Oh Mann. So, gut, dann dekorieren wir jetzt einfach mal ein bisschen. Haben wir hier was Asiatisches? Nee, aber wir haben Blümchen. Warte mal. Kann ich einfach nur ein bisschen nach oben setzen? Es soll ja nach Frühling aussehen, ne? Perfekt für unsere Jahreszeiten. Hm.
So. Perfekt. Dann werde ich noch... Oh Gott, oh. Okay. Warte. Ah. Bringen wir das Asiatische auch noch mal ein bisschen mit rein. Muss ich nur, glaube ich, das Gras ein bisschen kürzer machen hier. Sieht man das ja gar nicht. So. Hallo, meine kleinen Süßen. Oh, seid ihr knuffig. Oh. Ah, wie gern hätte ich ein V. Ich will haben. Ja, die sind knuffig. Vor allem die Abimus finde ich echt knuffig. Warte. Nein! Dich will ich doch nicht angucken. Ich will doch keinen Menschen angucken. Oh. Diese schöne Tiere. Anfassen. Streicheln. Knuddeln. Diese Kopfbewegung. Die sehen so oben so plüschig aus. Ich mag alles, was plüschig ist. Okay, nein. Ich mag keine Vogelspinnen. Wenn Spinnen Haare haben, dann sind sie nicht mehr süß. Da ist der Big Boss. Der Big Boss. Wie wär's, wenn du mal dein Fächer aufmachst? Ich habe das selten bisher gesehen. Komm. Och, Mann. Bist du langweilig. Weißt du, kannst du den Zuschauern nicht mal was bieten? Imponier doch mal ein Weibchen hier. Nicht deine Kinder. Genau, imponier das Weibchen dahin. Komm, mach mal. Nein, du sollst den Fächer öffnen. Das wird nichts. Gut. Kein Fächer öffnen. Okay. Ich könnte eigentlich mal meine Dreckskarten auf. Ah ja, dafür bist du viel zu faul. Mich wundert, dass du es überhaupt schaffst, aus dem Bett aufzustehen. Und ihn nicht einfach nur noch weiter hin und her rollst. So. Die hier noch ein bisschen mit rein. Überhaupt die überfüllt mit Bäumchen? Nein, gar nicht. So, wir könnten hier hinten einmal... Oh, scheiße. Oder? Na gut, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Der Hacker hat da rüber gewachsen. Hm. Geil wäre es ja auch, wenn man wirklich so Figuren draus machen könnte, aber das kriege ich auch irgendwie nicht. Da bin ich zu begabt für. Bin ich nun auch nicht. Nicht? Ich dachte. Wobei, können die da rüberklettern? Also, liegen, meine ich. Wenn ich das da jetzt mache. Ja. Sollte man das ganze Ding vielleicht. So. Können die da jetzt ausbrechen? Nein, können sie nicht. Sehr schön. So. Und dann kümmern wir uns weiter um die Plänzchen. Gibt es hier bestimmt noch andere Blümchen? Hier haben wir auf jeden Fall noch was. Da sollten vielleicht nicht die ganz großen. Stimmt, Balkonien ist auch schön. Wenn ich so an meinen alten Balkon denke. Gut, jetzt ist er. Ja. Jetzt ist er sich nicht mehr alles so schön. Ich muss auch bald mal aufräumen. So muss die ganzen Sachen da rausholen aus der alten Wohnung. Ich habe das Gefühl, dass die... Ja, die Dinger schweben. Warum sagt man keiner, dass die Dinger schweben? Warum? Warum?
Jetzt. Also gleich. Dinger sollen nicht schweben. Ach, da sind doch welche zwischen. Ja, ihr könnt weg. Ich brauche euch da nicht. So, wenn ihr da hochguckt, das geht ja. Ich mache meine Einnahmen nur mit diesen Viechern, ne? So gut, kann ich klagen, ne? Kann ich klagen. So. Hier haben wir noch Blümchen. So, das war nämlich der Grund, weswegen ich hier die Felsen hingemacht habe. Die Blümchen hier so ein bisschen zu verarbeiten. Es sieht ja schon richtig frühlingshaft hier aus, ne? Und dann fasst du dann einen Grill. Ja, muss doch fertig dekoriert werden. Kommt alles gleich noch. Aber ich weiß gar nicht, gibt es hier überhaupt einen Grill? Fässer gibt es, meine ich. So. Dann wird das hier ins Gehege in Zapf fahren. Oh Mann. Genau, ich setze einen Zapfhahn rein. Aber... bei... warte mal, ich habe eine bessere Idee. Der Gärtner hat auf jeden Fall seinen Spaß, das dann da oben zu richten. Aber ich glaube, jetzt denken alle, da sind Hasen drin. Oh Mann. Okay. Hier muss einmal der Pfleger ran. Und ich glaube, was wir hier noch reinbauen könnten, ich hoffe, das geht, wäre einmal hier sowas. Wobei, warte, nee, das muss hier hin. Dann blauer Pfau. Gemacht wird das hier im gut, April. Musik. Dann bitte einmal den entsprechenden Typi dafür. So, das hier war jetzt, ne? Gar nicht. War das jetzt richtig? Ah, nee. Du einmal. Aber der Tierpfleger hat das gleiche, das ist gut. So, Pfleger braucht nicht. Tierarzt kriegt das gleiche Gehege zugewiesen. So. Sagen wir dir auch nochmal Hallo. Oh Mann! Ich meine den Besuchern! Kaya, nimm doch nicht immer alles so wörtlich. Mensch, Mensch, Mensch. So. Wir könnten ja einmal so einen Sack hinstellen.
Zack. Designzubehör. Korb. Kann das mal wieder Tag werden? Ich sehe ja hier nichts. So. Früchte. Oh, das ist eine etwas sehr große Metallpfanne. Das ist etwas sehr viel. Bitte lege einmal die Frucht da rein. Und bitte so, dass sie dann nicht auf der anderen Seite wieder rausguckt. Okay, nein. Bin ich nicht jetzt. Blümchen. So, das kriegen wir da aber rein. Das. Hier noch so ein bisschen Weihrauch. Was bringt das denn da jetzt? Ja, Deko! Das soll einfach nur Deko darstellen. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen sagt sie doch, das ist einfach nur Deko. Ich bin auch der Pat. Ja, so ein bisschen. So. Keine Angst, die Früchte nehme ich da gleich weg. Sonst sieht das hier nicht mehr aus. So schieben wir das hier auch nochmal. So. Die anderen, das kommt da auch mal weg. Nicht schön, aber selten. So. Dann gibt es hier ja noch Lämpchen. So. Wann kommt Dumbo? Dumbo kommt heute nicht mehr. Dumbo ist ausgeflogen. So, gibt es hier auch? Ja. Stellen wir das hier einfach mal ab hin. Mal immer im Wechsel. Aber da kommt auch nochmal eine hin. So. Sehr schön. Dann ist das auch erleuchtet. Dann geht mir vielleicht auch mal ein Licht auf. Und dann haben wir hier doch noch. Einmal. Und bringt uns die Erleuchtung. Weil wegen Frühling, ne? Lassen wir hier einfach mal die Blätter fliegen. Also die Blüten. So, sehr schön. Das ist das Blüten. Ja, diese, auch diese Sakura-Blüten.
Ich meine, passt ja, wenn da die Bäume stehen, dann kann das so ein bisschen durch die Luft schwirren und, ne? Amore, ja. Liebe liegt in der Luft. Lauer Power. Lauer Power, Heiterkeit. So. Hier hinten können wir noch eine Steinlaterne machen. Dann vielleicht da noch so ein Körbchen dran. In der japanische Garten in Paris. Hm. Es gibt ja tatsächlich Leute, die hier auch den Eiffelturm nachgebaut haben, ne? Es gibt tatsächlich Leute, die so verrückt. Ostasiatische Glocke? Wie gern würde ich die hier eigentlich da mal einbauen? Aber da können, glaube ich, die Tiere auch nicht drüber gehen. Da kann, glaube ich, keiner drüber gehen. Ansonsten sehe das eigentlich mega geil aus. Doch, die können... die können da tatsächlich rüber gehen. Haben sie das geändert? Okay. Aber, stimmt, ich glaube, nur die Menschen konnten da nicht drüber gehen. Die Menschen. Wie das nicht mehr gemacht als Mitarbeiterweg, weiß ich gar nicht mehr. Beam hat so vieles gemacht. Da müsste ich mir auch immer wieder Inspiration von abholen. So, hier ist so ein kleines Wasserbecken. Kommt hier noch so eine Karre mit hin. Haben wir hier unten noch ein paar Blümchen. Ja, hier haben wir noch was. So. Dasselbe Schied wieder wie bei uns. Ach, hör auf. Wie gern würde ich mal wieder nur Sonne haben. Also wirklich mal wochenlang nur Sonne. Jetzt nicht besonders heiß, sondern einfach nur Sonne. Das wäre doch schön. Das. Ach, Wasser hier jetzt hinten, okay. Nee, ich glaube, mein Wasserbecken ist sowieso schon. Ah, da findet gerade die Dinger. Das Ding ist hier statt. Nein, wie sieht das denn aus? Alle auf einem Haufen. Also das finde ich tatsächlich ganz cool, dass sie jetzt auch hier solche Ausbilder haben. Die dann halt wirklich über die Tiere erzählen. Das ist echt eine ganz coole Neuerung. Was ist das? Okay, das ist aber eher hier tropisch. Oh, Schirmbombus könnte ich hier noch mit reinbauen. Dann haben sie hier nämlich auch nochmal ein bisschen Schutz da. Und habe ich hier noch... Ah ne, das ist eine Schwarzpappel. Hier kann ich noch... Ich glaube, es sieht ganz gut aus, oder? Also es ist jetzt nicht perfekt, aber... Ich meine, so fürs erste Gehege. Nicht? Ja, ne? Das erste Frühlingsgehege. Und wir benennen dich Lower Power. Danke. Nein! Ey! Mach dir doch den... Mach den blauen Pfau nicht weg hier. Da... Es beschwert sich einer, dass es da so viele Pflanzen gibt? Lol. Da kann man... Man kann sich doch nicht über zu viele Pflanzen beschweren. Sieht doch gut aus. Wirklich. Jetzt. Sind doch wohl nicht mehr alle. Gut.
So, was wäre denn das nächste Tier, was wir reinholen könnten? Das sind alles für mich eigentlich eher Sommertiere. Die Kapuzineräffchen. Also ich glaube, eigentlich fast alle asiatischen Tiere könnte man reinpacken, oder? Also wie gesagt, fast. Hast du Pandas? Ja, Pandas gibt es hier auch. Warte mal. Es gibt sogar... das ist der rote Wari. War denn der? Oh, wo ist denn der? Bin ich blind? Ich bin gerade sehr blind. Es gibt auf jeden Fall den kleinen Panda. Es gibt eigentlich auch noch den großen Panda. Da. Er ist unter großer Panda. Tatsächlich. Es gibt den großen und es gibt den kleinen Panda. Und beide leben in Asien. Wenn wir eben mit den Tieren draußen. Ja, dir viel Spaß auf jeden Fall beim Gassi gehen. Ja gut. Ja, wir könnten den normalen Panda oder wir könnten den kleinen Panda. Ich würde mich jetzt nach euch richten. Wie gesagt, beide sind ja in Asien vertreten. Das war mein eleganter Klonk. Der Kleine. Okay. Dann der Kleine. Ich muss nochmal ganz kurz. Okay. Was ist das? Achso. Okay. Ich habe hier gerade eine Benachrichtigung gekriegt. Deswegen würde ich lieber einmal mehr nachgucken. Geht sofort weiter, keine Angst. Und da wieder hin. Okay. Geht weiter, geht. Also, kleiner Panda. Der kleine, kleine Panda. Was braucht der denn? Also, Kletterschutz Grad 2. Okay. Gucken wir mal, ob... Haben wir den noch hier drin? Nein. Drin haben wir keinen mehr. Blauer Pfau raus. Und kleiner Panda rein. Bestätigen. Uiuiui. Das ist aber schon... recht teuer. Fruchtbarkeit 0. Ja, nee, Fruchtbarkeit 0 ist jetzt nicht so sinnvoll. Warum stellt man solche Tiere rein? Ich weiß warum. Aber... 800. 500. Gut, den nehmen wir einmal. Ja, sie ist schon ein älteres Tier. Das bringt bei ihr halt nichts mehr. Und da ist auch noch mal einer. Okay, sind nicht aus dem gleichen Zoo. Also sie sind nicht verwandt. Zwei Tiere reichen ja auch erstmal. Okay. Achso, ich sollte vielleicht erstmal wieder speichern. Eine lange Zeit. Jetzt, wir könnten... Die roten Pandas könnten wir auf die Seite hier machen. Gott, dann neige ich dazu auch ein mit dem Geländetool zu arbeiten. Okay. Ich will ja sowieso diesmal einen anderen Zoo bauen als sonst, deswegen... Verurteilt mich noch nicht für das, was ich hier tue. Ich weiß es noch nicht, was ich jetzt genau tue. Deswegen... Hier nehme ich hier einmal... Das einmal weg. Einmal nach hinten ziehen, das Ganze. Mhm.
Warte, dann hier einmal den Weg noch weiterziehen. So. In die Richtung weiter. Vielleicht dann auch so, dass man, also dass man von oben nach unten quasi runtergucken kann. Wäre ja eigentlich auch nicht verkehrt. Dann verkleide ich das hier alles mit Felsen. Felsen dann. Dann vielleicht ein Teich. Wäre dann vielleicht hier. Wo sie dann einmal, wo ich dann mit so Stegen vielleicht arbeiten könnte. Oder mit Wasserfällen. Wäre dann quasi hier einmal. Aber ich möchte halt auch nicht so tief für. Wir probieren einfach gerade erstmal. Das ist zu groß. Das ist ein bisschen sehr groß. Wir machen das Wasser gleich. So. Quatsch, Quatsch. So. Dann nach hier hinten das Wasser. Warum geht das noch da hinten weg? Machen wir das einmal so. Oh Gott. Was einmal so. Nein! Na gut, jetzt sehe ich wenigstens ordentlich was. So. Hinten. Ich bin keine Meisterbauerin, wie gesagt. Ich probiere mich da immer noch aus. So. Das, da kann ich alles noch korrigieren später. Geht mir erstmal nur hier. Und nicht alles für die Varis, sondern kann dann auch später noch für die, für den kleinen Panda, sondern kann auch später noch für was anderes genutzt werden. So, dann einmal bitte kleiner. Ich glaube, ich mache keinen Wasserfall. Stimmt, aber ich könnte auch hier oben einfach einen Weg lang laufen lassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann mache ich das hier nochmal raus. Dann mache ich nach da ein bisschen weg. Da kommt dann die Plattform hin. Oder geht noch eins höher? So würde das Wasser ja eigentlich auch reichen. So. Da rein baue ich dann noch so eine kleine Höhle. Für die. Also vielleicht da, wo hier schon das Loch ist, könnte ich dann noch eine Höhle bauen.
Das erstmal so als Grundriss fürs Gehege. Das kleide ich hier mit Felsen aus. Was willst du denn noch hinmachen? Ja, ich mache die kleinen Pandas. Also, warte. Ne, ist hier. Oh, ja. Nein, das ist die Schlange. Die kleinen Pandas sind. Kleiner Panda. Kleiner Panda. Hier. Das ist der kleine Panda, der da jetzt hinkommt. Da hat sich Frisches für entschieden. Quasi. Ist auch in Asien. Und würde rein theoretisch ja auch mit so quasi zu Frühlingstieren passen. Finde ich. Oder finden wir. Ist tatsächlich leicht an Beam orientiert. Allerdings bei ihm ist es nun mal. Pff, Gott. Der könnte da. Der macht wunderbare Zoos. Also meine ich ja überhaupt nichts gegen. Aber halt wirklich so leicht orientiert, was hier hinten so angeht. Aber das guckt bei denen nicht ran. Ich habe tatsächlich mal versucht, von ihm was nachzubauen. Nein. Mm-mm. Nein. Einfach nur nein. Klappt einfach nicht. So, ich glaube, Kletterschutz 2 hatten die, ne? Kletterschutz Grad 2. Das ist 2 Meter. Ja, scheiße. Was hat hier Grad 2? Grad 6? 3? 2? Ja, klar. Als wenn ich mir sowas hier da reinmache. Ich glaube, ich möchte diesmal auch mit natürlichen Barrieren arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstelle. Mindestens Kletterschutz 2. Darf es erklimmbar sein? Mit Kletterschutz, okay. Das. Ich bin da fertig mit natürlichen Barriere. Ja, ich auch. Ich auch. Weil Beton sieht ja auch scheiße aus, ne? Wobei, gut, Beton könnte ich mit Felsen auch auskleiden. Rote Ziegel finde ich. Finde ich kacke. Das ist aber auch erklimmbar. Gut, wir machen hier erstmal mit Glas. Das mache ich dann später alles weg. Wahrscheinlich. Aber erstmal so, dass wir einen Umriss haben. Hier oben gucke ich dann mal, was ich hier mache. Vielleicht, wie gesagt, mache ich hier oben auch einen Rundgang lang. Der dann hier unten wieder runter geht. Vielleicht. Aber erstmal halt. Damit ich hier so. Klein. Und raus hab. So. Das heißt, der Gehegeeingang für die Mitarbeiter wäre hier. Könnte. Klappt das nicht. Gelände zu uneben zum Platzieren, okay. Gut.
Kaya, danke für die 3,33 €. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für deine Donation. Du weißt aber, dass das nicht hätte sein müssen, ne? Aber vielen lieben Dank. Und da, weißt du, und das bei so einem schlechten Serie hier gerade. Unglaublich. Ach, ja, mache ich das hier oben mit dem Weg, ich weiß es. Aber eigentlich passt das doch, oder? Hier. Wo wird das Geld investiert? alle Einnahmen, die im Stream gemacht werden, gehen auch, oder werden auch in den Stream reingesteckt. Zurzeit wird für eine Elgato gespart. Also für die Capture Card. Deswegen, alles was so reinguckt, ist eigentlich für die Capture Card, die irgendwann mal beeinzieht wird. Das böse Lachen war jetzt eigentlich der Platz. Ja, aber das Problem dabei ist, erstens nimmt sie halt keine alten Konsolen auf. Da hat die irgendwie, die sagt einfach so, nö, danke, will ich nicht. Und zweitens habe ich da oft das Problem, dass ich dann diese Teststreifen habe. Und ich kriege diese Teststreifen nicht weg. Das heißt, wenn ich das darüber dann öfters mal aufnehme, erscheinen immer diese wunderbaren Teststreifen. Und ja, das sollte nicht sein. Das habe ich nämlich, als ich jetzt Jack 2 versucht habe aufzunehmen, ist mir das aufgefallen. Ja. Blöd gelaufen. Gefällt mir. Echt? Wie gesagt, ich bin jetzt halt am Überlegen, ob ich hier oben den Weg mache. Ja, ist halt wirklich sehr nervig. Wenn du nur das könntest du auch aus dem NES aufnehmen. Würde rein theoretisch gehen, tatsächlich, ja. Weil es halt auch die, oder fast die gleiche Anschlüsse hat, wie jetzt zum Beispiel die PS2. Aber mit der Elgato hab, kann ich halt, weil ich habe die Zusatzkabel von einer anderen. Die andere funktioniert aber nicht. Die nimmt einfach mein Mikro nicht. Die mir frisch das irgendwann mal zu Anfang meiner ganzen Sache hier gekauft hat. Die will mein Mikro nicht nehmen. Die hätte das Bild aufgenommen, nimmt aber das Mikro nicht. Ich habe so viele Mikros versucht, geht nicht. Die andere nimmt das Mikro, aber halt das Bild nicht. Und jetzt habe ich halt die Zusatzkabel, die ich halt bräuchte, um die ganz alten Konsolen zu nehmen. Aber habe keine Capture Card, die funktioniert. Also brauche ich die Elgato. Oder möchte ich die Elgato haben? Sagen wir es so. Brauchen würde wahrscheinlich auch eine günstigere reichen, aber ich kann ja dafür sparen. Das ist so. Bis zum Ende des Jahres kriege ich das bestimmt hin. Ein bisschen was ist ja bereits angespart bereits. Also in meinem Fach. Und ja, das wird schon. Weil dann kann ich nämlich auch so die ganzen PS2-Sachen machen und muss das nicht über diesen blöden Kack-Emulator machen. Der eh teilweise nicht funktioniert. Wo ich mir öfter schon gedacht habe, Alter, ich schmeiß die Scheiße bald in Graben. Wie gesagt, ich könnte so vieles eigentlich über die Emulatoren machen, aber Emulator sagt nein. Emulator will nicht. Emulator sagt nie, CD geht nicht. Auf Konsole funktioniert die CD, aber. Ne? Kacke. Schmeiß sie über meinen Balkon. Ja, komme ich drauf zurück. Ich habe ja keinen mehr. muss ich jetzt auf deinen Balkon zurückgreifen? So rein theoretisch. Ist ja schon wieder eine Überlegung. Wir könnten hier oben wirklich einen Weg lang bauen. Hier unten dann lang. Und hier könnte dann schon das nächste Gehege sein. Für irgendwas. Und das könnte dann hier so eine Höhle für die sein. Ginge das nicht? Wäre das nicht? Wäre das nicht eine Überlegung? Mache ich das Gehege halt kleiner? Ich glaube, die kleinen Varis brauchen eh nicht so viel. Mach das hier einmal weg. Dann mache ich gleich noch den Kletterschutz dran.
So. Es sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt. Hier wieder. Machen wir das einmal so. Glätten, 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 glätten. Wieder ein bisschen nach dahin rüber. Jetzt einmal hier. So, da kommen, kann ich dann auch Felsen hinmachen. Glätten, 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 glätten. Muss runtergeglättet werden. So. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, damit hier jetzt der Weg irgendwie... Gut, ich könnte auch mit Treppen arbeiten. Ich könnte auch mit Treppen arbeiten. Aber Treppen sehen irgendwie immer so... kacke aus. So. Machen wir mal so. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie gesagt, in aller Not reicht auch eine Treppe. Ich möchte das gerne ohne Treppe hinkriegen. So, wir versuchen es einfach mal. Machen wir den Weg hier auch wieder ein bisschen kürzer. Warte. Oh, Mist. Also, wie das jetzt gemacht ist, wird, mache ich es nicht. Das ist einfach nur... Das sieht kacke aus. Das sieht... Also, ich baue tatsächlich schon echt gerne. Das finde ich auch echt cool hier in dem Spiel. Aber ich bin nicht gut in dem, was ich hier tue. Also, viele Sachen gelingen mir halt wirklich einfach nicht. Wo ich mir dann auch so denke, ja, gut. Ne. Ich gebe es auf. So, hier oben ist es einfach zu... fett. Sind einfach zu viele Huckel drin. So, fangen wir wieder. Ja, wir kriegen das bestimmt noch hin. Die Frage ist nur, wann und wie. Nein! Ab hier oben dann nicht mehr. Gut, aber bis dahin haben wir schon mal. Dahin haben wir schon mal. Ja! Wir haben's! Ich weiß noch nicht, ob... Wobei doch, das, eigentlich passt das, aber... Hier sollten wir vielleicht... auf die Seite. Und vielleicht auch... Muss ich nur hier wieder Gelände bearbeiten. Damit man hier halt auch wirklich runtergucken kann. Und die Varis da auch wirklich hochkommen. Ja, zur Zeit würden sie hier, glaube ich, nicht hochkommen.
Ich glaube, von hier aus ginge das schon. Das ist eigentlich der perfekte Weg da hoch. Achso, ein Kletterschutz. Boah, sonst brechen meine kleinen Varis wieder aus. So. Na gut, das kann ich leider gerade nicht anders machen. Frage ist, kriege ich das? Das kriege ich da auch hin. Noch da beides. Hier mache ich dann Felsen vor. Das heißt, das wird man wahrscheinlich nicht sehen. Hier. Genauso wie ich dann hier vorhabe, Felsen hinzumachen. Damit meine ich. Warte mal. Und das einmal weg. Das hier machen wir auch einmal alles weg. Bis in der Hälfte. Bis in der, warte nicht, ich höre ihn zumindest oben rumlaufen. Aber was er gerade treibt, kann ich leider nicht beantworten. Er tritt mir gerade auf den Kopf rum. Ich komme da gleich hoch. Das ist im Lockmodus. Ja, ja, ist so halb. Wie gesagt, er tritt gerade auf meinem Kopf rum. Sozusagen. So, und das hier meine ich jetzt halt dann so mit Verkleiden. Vielleicht auch nicht besonders schön, aber immer noch schöner als das davor. Macht dann da auch noch Felsen zwischen. Das wird nicht nur so aussehen, das wird dann. Das wird schöner gemacht. Aber damit wir die Varis gleich erstmal. Weil ich gerade das vorhabe, nämlich kein Headset. Ach, stimmt ja. Stimmt ja, du hast ja kein Headset. So. Und hier kann ich schon mal große Felsen reinsetzen. So. Gut, wir können eigentlich jetzt schon mal testweise unsere Varis reinsetzen. Anzusenden. Wenn wir noch irgendwas bauen müssen, dann müssen können wir die dann raussetzen. Wie gesagt, das hier vorne wird noch alles schön gemacht. Mich halt nur gerade erstmal auf oben wirklich konzentrieren. Das sieht schon ganz gut aus. Findest du? So, hier mache ich dann tatsächlich einfach mal. Oder warte, oder vielleicht machen wir hier oben auch einen Hochweg. Das weiß ich noch nicht. Das ist erstmal noch so. Aber so. Speichern. So sieht es zumindest schon erst einmal aus. Ist schon mal so der Anfang. Oh, die Varis kommen. Die kleinen Pandas. Ich sage immer Varis. Hi. Hallo. Na, du Süße. Oh, ist du süß.
Du hast ein Puschelschwänzi wie Salem. Das ist Salem nur in Rot. Das ist Salem in Rot. Für alle, die nicht wissen, was Salem ist mein Kater. Oh, hallo, mein kleiner süßer Spatz. Hallo. 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 Puschelschwänzchen. Warte mal. Kann ich... Warte, bist du das Männchen? Ja, du bist das Männchen. Gerade ist es aber doch ganz schlecht. Du kriegst den Namen Salem. Salem. Mein kleiner Salem. Salem ist im Zoo. Warum sind eigentlich meine Tiere jetzt da hinten plötzlich wieder krank? Achso, warte mal. Ich habe hier ja noch... Achso, dich kann ich gerade nicht. Du bist in der Tierarztpraxis. Ihr habt diese komische Krankheit, ne? Oh, ich kann dich einmal zum Handelszentrum schicken. Genauso wie... Dich? 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 So. Weil dann kann ich die nämlich wegschicken quasi. Ah, komm. Wo ich kriege ich eh nicht viel. Selbst andersherum nicht. Weil ihr seid die schlechten Tiere. Viele denken, dass die Tickets zu günstig sind. Ja, wenn sie das denken, nicht? Dann machen wir sie doch mal teurer. So ein bisschen zumindest. So. Dann stelle ich hier einmal hin. Stelle hier oben einmal hin. Und werde hier einmal hinstellen. Die denken immer noch, dass es zu günstig ist. Okay. Ihr wollt mehr Eintritt sein? Da bitte macht. Ich kein Problem mit. Ah, jetzt seid ihr zufrieden, glaube ich. Ticketpreis ist angemessen. Okay. So. Dann möchte ich euch einmal schon mal was zu essen geben hier drin. Meine kleinen Pandas. Da Plattform. Wasserschüssel. Zumindest halt einmal die Futterplattform. Und einmal Beschäftigung. Eure Höhle kommt jetzt. Eure Höhle mache ich jetzt hier einmal so hin. Hier brauche ich allerdings ein bisschen mehr. Aber hier rein, hier rein, hier rein. Wir bauen hier rein. Bauen uns in den Felsen. Da bitte einmal. Kommt ihr da auch rein? Wenn die Kleinen da reinkommen, kommen auch die... Ja. Ah, okay.
So, wir sollten sie da auch nicht mehr ausbrechen können. Nutzbare Kletterfläche. Ja, das kommt gleich mit der nutzbaren Kletterfläche. Stabiler Rückzugsort. Gras. Mehr kurzes Gras. Aber warte mal. Erstmal Erde. Nein, wie der da runtergesprungen ist. Erstmal Erde. Ganz viel Erde hier unten. Dann hier oben. Hier sowieso. Weil es hier ja immer hoch und runter geht. So, Gras kurz. Dann machen wir überall Gras kurz hin. So. Hier kommt dann auch nochmal Felsen hin. Hier rein theoretisch auch. Okay, aber dann brauche ich an einem Ort wieder Gras. So. Gut, Kletterfläche machen wir dann gleich auch noch. Aber vorher speichern. Dann habe ich hier vorgefertigte. Ja, habe ich sogar. Was wir jetzt hier gerade erstmal aus den vorgefertigten was. Weil wir ja nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Deswegen. Mach ich jetzt einmal hier. So. Gefällt den Kleinen das? Ja, gefällt ihnen sogar. Das ist gut. Also, ich mache hier dann auch nochmal. So. Dann quasi hier für ihre Höhle könnten wir noch so. Das machen wir einmal. Ich brauche das aber so hier hin. Okay. Sehr schön. Dann haben sie hier oben einmal so ein Windspiel. Wenn sie benutzen. Ich glaube, hier oben mache ich noch einmal die Dinger einmal ein bisschen höher. Sind die Scheiben etwas größer? Kann man da auch besser runter gucken. So, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich muss dann halt nur noch die Felsarbeit machen. Beim nächsten Mal. So.
Okay, sehr schön. Dann speichere ich jetzt erstmal hier. Und dann beenden wir auch Planet Zoo für heute. Weiter. Und dann mache ich eine ganz kurze Pause. Gehe ganz kurz wohin. Und dann kümmern wir uns hier am. Weiß ich noch nicht. um Planet Zoo weiter. Wir haben hier ja noch viel, viel, viel Arbeit mit dem Wari-Gehege. Und. Ach, was ich noch mal kurz mache, bevor wir aufhören, ist einmal hier mit dem Wasser. Weil die Wasserqualität ist scheiße. Und ja, wir sehen uns dann, was das hier angeht, auf jeden Fall im Laufe der Woche. Dann machen wir auf jeden Fall hier weiter. Hoffe, dass die Zoo soweit eingefällt.